Ich bin Fabio Katzor. Mein Unternehmen, die PV Green GmbH, bietet Photovoltaikanlagen an. Alles aus einer Hand. Wir kümmern uns von dem Antrag bis zum elektrischen Anschluss. Unser Kunde hat nur einen Ansprechpartner und das sind wir. Unsere Ausgangssituation war so: Uns gibt es noch nicht so lange am Markt, aber es ist ein Verkäufermarkt, die Photovoltaik-Szene im Moment. Und wir brauchten wirklich sehr, sehr dringend Mitarbeiter und vor allen Dingen vernünftige Mitarbeiter, auf die wir uns auch verlassen können. Und so sind wir dementsprechend dann auf die A&M zurückgekommen. Unser Geschäft hat sich ehrlich gesagt um 180 Grad gewendet. Also es ist unfassbar gewesen, wie uns das dann auch weitergeholfen hat. Also wir haben wirklich sehr, sehr tolle Mitarbeiter gefunden und die jetzt auch wirklich fest in unserem Unternehmen eingebaut. Aber auch unsere Denkweise in unserem Unternehmen hat sich deutlich geändert. Durch dieses jung Dynamische, was auch die A&M vertritt, was unsere Denkweise auch bestätigt, sind wir so in einem Einklang gewesen und es hat uns so weit nach vorne geholfen, dass wir auch in unserem Unternehmen deutlich nach vorne gekommen sind. An dem heutigen Event ist das Besondere daran, dass man in jedem einzelnen Punkt was mitgenommen hat. Beispielsweise die Neukundengewinnung ist für uns nicht so relevant im Moment. Und ich bin heute so an den Tag angegangen, dass ich gesagt habe, okay, gut, den Punkt kannst du eigentlich weglassen. Aber trotzdem habe ich genau in dem Punkt sehr, sehr viel dazugelernt. Das hat mich sehr, sehr positiv überrascht und mir auch begeistert. Die wichtigste Erkenntnis ist, dass man nie auslernt. Und das ist immer das Ding, was ich jetzt aus dem Tag rausnehmen werde. Auch wenn man immer noch so ein Riesenexperte in gewissen Themen ist, man kann nie, nie auslernen. Ich würde meinem Freund auf jeden Fall sagen, dass er da sich komplett fallen lassen kann und auch vertrauen kann. Es ist ja ein Produkt, was man nicht anfassen kann und das schreckt ja die meisten immer noch zurück. Also die meisten denken sich immer noch so, dass man das lieber nicht machen sollte. Aber da kann ich vollstes Vertrauen aussprechen, dass die Jungs sich da bestmöglichst drum kümmern werden und auch das beste Produkt dann im Endeffekt auch stellen werden.